die Karriere eines der ganz großen Stars der internationalen Fußballszene geht zu Ende. Xabi Alonso, Welt- und Europameister dazu, unter anderem zweifacher Champions-League-Sieger, verabschiedet sich aus dem aktiven Fußballgeschehen. Seit 2014 trägt Alonso das Trikot des FC Bayern. Mit seinen Qualitäten hat der Mittelfeldregisseur entscheidend dazu beigetragen, dass der FCB in dieser Zeit zweimal die deutsche Meisterschaft sowie einmal den DFB-Pokal gewonnen hat. Heute nun hat der 35-Jährige exklusiv auf unserem Fernsehsender FC Bayern TV Live seinen Rücktritt als aktiver Fußballprofi am Ende dieser Saison verkündet. Ich glaube, es ist der richtige Moment. Ich will immer ein bisschen früher als zu spät diese Entscheidung zu treffen. Ich fühle mich noch gut. Ich habe viele Genossen hier, aber es ist der richtige Moment. Wenn man dich spielen sieht mit deinen 35 Jahren, du spielst auf höchstem Niveau noch. Also die Fans denken sich sicher, du könntest auch noch weitermachen. Ja, vielleicht konnte ich weitermachen, aber ich wollte immer in dem höchsten Niveau belassen, zu beenden. Bei Bayern zu spielen ist das höchste Niveau in der Welt. Ich bin sehr stolz. Und jetzt will ich bis die Ende von der Saison genießen. Kämpfen und hoffentlich etwas sehr, sehr Großes gewinnen. Dazu drücken wir in jeder Hinsicht die Daumen, Xabi. Danke schon mal. Der eine geht, der andere meldet sich zurück. Jérôme Boateng trainiert seit Tagen wieder mit der Mannschaft und wird wohl am Samstag erstmals in diesem Jahr im Bayern-Kader stehen. Das könnte bedeuten, dass Carlo Ancelotti gegen die Eintracht tatsächlich alle Aktiven gesund und fit zur Verfügung stehen. Eine großartige Situation, die sie so zuletzt im Jahr 2010 gegeben hat. Eine weniger gute Nachricht kommt von den Bayern-Frauen. Melanie Leupolz hat sich im Training eine Innenbandteilruptur und einen Kapselriss im rechten Kniegelenk zugezogen. Die Nationalspielerin wird den Münchnerinnen etwa 4 Wochen fehlen und somit wohl auch das wichtige Champions League Heimspiel gegen Paris Saint-Germain am 23. März im Stadion an der Grünwalder Straße verpassen.